Deschamps lobt DFB-Team. Frankreichs Nationaltrainer findet trotz der 1:2-Niederlage lobende Worte für den Auftritt der deutschen Mannschaft. Sie hätten uns noch mehr wehtun können, denn sie hatten in der ersten Halbzeit viel mehr Chancen als wir. Aber nach der Pause konnten wir diesen Trend drehen. Das Ergebnis wird sie nicht zufriedenstellen. Deutschlands Systemwechsel war aber auf jeden Fall richtig, denn es gab viel Positives, vor allem in der ersten Halbzeit. Nichtsdestotrotz steht die Mannschaft von Joachim Löw nach nur einem Punkt aus 3 Spielen in der Nations League vor dem Abstieg. Klopp mit Personalsorgen. Der FC Liverpool geht nach der Länderspielpause am Stock. Jürgen Klopp droht der Ausfall von 4 Stars. Abwehrchef Virgil van Dijk laboriert an einer Rippenverletzung und musste das Freundschaftsspiel der Niederlande in Belgien absagen. Zudem musste Mo Salah im Spiel der ägyptischen Nationalmannschaft mit einer starken Muskelzerrung ausgewechselt werden. Sturmpartner Sadio Mané brach sich im Training mit dem senegalesischen Nationalteam den linken Daumen. Auch Naby Keita verletzte sich in der Afrika-Cup-Quali. Die 4 drohenden Ausfälle werden Klopps Unmut gegen Länderspiele und die Nations League dadurch wohl weiter bestärken. Wenger hofft auf DFB-Comeback von Özil. Der Ex-Trainer des FC Arsenal hat sich zu Mesut Özils Rücktritt aus der Nationalmannschaft geäußert. Özil ist ein super Fußballspieler, war nicht der schlechteste bei der WM. Ich habe nicht geliebt, dass er beim DFB aufgehört hat, sagte Wenger in einem Interview mit der Sportbild. Der 68-Jährige wünscht sich sogar eine Rückkehr seines ehemaligen Schützlings. Ich glaube, dass Deutschland Özil braucht. Ich hoffe, dass Löw ihn überzeugen kann, dass er zurückkommt. Bislang versuchte der Bundestrainer mehrfach vergeblich, den gebürtigen Gelsenkirchner von einem persönlichen Gespräch zu überzeugen.